in mind? I don't even know Venice. What the fuck does that even mean? Okay, wir sind wieder zurück mit dem Deutschen Donnerstag. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode mittlerweile. Der letzte Deutsche Donnerstag hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das war extrem witzig. Also ich war drinnen, ich habe es geschnitten, aber ich habe es mir, weiß nicht wie oft, angeschaut. Bin auch sehr froh, dass es so gut angekommen ist. Für alle die jetzt neu bei diesem Kanal dabei sind, herzlich willkommen. Heute geht's los mit einem anderen Thema. Heute werden wir angehen meine, wie sie sagen, ersten Schritte zum Schauspieler. Ich habe relativ viele DMs gekriegt, wo Leute gefragt haben, wie hast du damals angefangen? Hast du so gut Englisch können? Wie hast du dir das traut, dass du einfach vor die Kamera gegangen bist und drauf losgelegt hast? War einfach so, dass ich null Erfahrung gehabt habe. Einmal wirklich null Erfahrung. Mein Englisch war absolut nicht gut. Bin in die Schauspielschule gegangen und dann ist losgegangen. Das Ziel von diesem Video ist rein dazu da, dass ich euch zeigen will, dass egal was es ist, egal was ihr machen wollt in eurem Leben, egal ob ihr Erfahrung habt oder nicht, wenn es das ist, was ihr machen wollt, dann fangt es heute an. Auch wenn ihr nicht das beste Equipment habt, die beste Erfahrung habt, das Wissen, wenn ihr das Wissen noch nicht habt, nicht drauf warten, einfach drauf loslegen. Und das Wichtigste ist Fehler machen. Je schneller du Fehler machst, umso schneller kannst du von diesen Fehlern lernen und dadurch natürlich auch besser werden. Und das ist heute das Thema und ich zeige euch das anhand meiner Schauspielleistung. Ich habe ein paar rausgesucht von meiner alten Festplatte und manche sind extremst cringe-worthy. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ich werde es jetzt im Duden raussuchen und irgendwo da herschmeißen. Aber ihr wisst, was ich meine. Cringy. Es ist einfach unangenehm. Unangenehm zum Anschauen. Ich habe ein Video gefunden. Ich glaube, das war eine Audition. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Das anschauen, das tut extrem weh, weil so viele Fehler drin sind und einfach komplett falsch gecastet, weil jetzt, wenn ich es mir anhöre und nur die Zeilen, also die Lines höre, weiß ich, wie der Charakter ausschauen muss und was der verkörpern muss. Zu dem Zeitpunkt habe ich einfach noch nicht so gut Englisch gesprochen, das heißt, die ganzen Lines sind nicht so gut rübergekommen, weil ich einfach viele Lines einfach vermasselt habe, weil ich es einfach falsch ausgesprochen habe und dann kommt die Energie nicht rüber und dann passt es einfach nicht. Was noch dazu kommt, ist, wir haben das gedreht, ich weiß noch ganz genau, auf so einer ganz kleinen Sony-Kamera, ohne Mikrofon, in einem Raum, wo alles heilt. Das heißt, es war extremst schlecht vom... Das Licht war übrigens ziemlich gut, aber ja, der Raum war nicht das Beste. Audio war nicht das Beste und ich muss ehrlich sagen, es war einfach, also ich glaube mir die Performance absolut nicht, weil einfach ganz, ja, gefällt mir einfach nicht. Aber wie gesagt, so jetzt nicht, ist jetzt nicht schlecht. Ich habe Fehler gemacht und das Gute ist, von diesem Video habe ich extrem viel gelernt, weil dann einfach nachdem wir fertig waren, bin ich gesessen vom Computer und habe mir das angeschaut und gemacht, die Audio ist komplett führen. Ja, und dann habe ich aber nicht wieder alle, also den Typen holen können, dass er mit mir das dreht. Einer ist hinter der Kamera gestanden, was ich nicht braucht hätte, aber trotzdem. Eigentlich schon, weil die Kamera war so schlecht, dass die hat in 4K aufgenommen, aber nach 10 Minuten hat sie aufgehört, weil sie überhitzt. Die ist überhitzt und dann hast du 10 Minuten, 15 Minuten warten müssen, bis die Kamera wieder kalt war, dass du wieder weiter drehen kannst. Ja, also wie gesagt, Fehler machen, ganz, ganz wichtig und vor allem jetzt ist es noch viel schöner zum Zurückschauen und sagen, okay, passt, da habe ich extrem viele Fehler gemacht, die mache ich heute nicht mehr oder hoffentlich nicht mehr. Das zweite war dann schon ein bisschen besser, da habe ich mich dann schon wohler gefühlt vor der Kamera, werdet ihr wahrscheinlich auch gleich sehen. Das ist ein längeres Video, ich nehme es einmal komplett auf und wenn es dann einfach zu lang ist, dann schneide ich es einfach nachher. I don't give a damn because I'm a father. I have a little girl. What you did? Bravo.
Bravo. I mean, you're not gonna see a single tear shed for me or anybody in my office. With that said, I have jobs to do. Now I'm gonna ask you some very simple and direct questions. Is your name Clyde Alexander Shelton? Yes, sir. And you waived your right to counsel, correct? Yes, sir. You sure you want to do that? Yes. Okay. Did you murder Clarence Darby? Yeah, one of them did. He killed my wife and child. Rupert Ames? Did you murder him as well? Child. Rupert Ames deserved to die. They both deserve to die. So you arranged both of those murders? Yes, I planned it. In my head, over and over again, it took me a long time. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch so extrem rauswärts, aber ich höre halt extremen Fehler. You might want to cancel your 12:30 lunch with Judge Roberts. Vor allem, wenn mein Schauspielpartner aus Amerika ist, also der spricht perfekt Englisch. Busy. Sit down. We're done here. We have your confession. You do. On tape, see, in our profession, we consider that a slam dunk. I don't think so. Let's think back. What did I say? That I wanted to kill Clarence Darby? Yeah, sure. What father wouldn't? That both Darby and Ames deserve to die? I think most people would agree with that. Or that I planned it over and over again in my head? None of these are an admission of guilt, Nick. You might want to check the tape. Ich glaube, das ist jetzt genug, dass man von dem, das ist einfach nur halt ein Gespräch die ganze Zeit. Was interessant ist an diesem Video ist folgendes. Diese Szene, wie ihr sehen könnt, da hinten im Eck sieht man noch den Thermostat. Das habe ich einfach nur wieder mit der gleichen Kamera in 4K gegen die Wand einfach gedreht. Das heißt, ich habe ein Licht gehabt, dass man den schönen dramatischen Schatten da gegen die Wand hat. Den kleinen Tisch einfach hingestellt und das war's. Das heißt, es waren zu dritt waren wir wieder. Das ist einfach nur ein Zimmer gegen die Wand gefilmt und das war's. Das heißt, ihr braucht wirklich, ihr habt keine Ausreden. Du kannst einfach gegen eine weiße Wand filmen und das war's dann. Ich zeige euch noch das Highlight von diesem hier. Da will ich nicht alles herzeigen, weil es dauert so lang. Fuck! God damn it, baby, you got some real anger issues, you know what? Really? I got some anger issues, bro. I'm not the one who flew in the stupid helicopter at 3 in the morning and woke up Skylar. Right? And then shut up this driving rig up with a fucking Bermuda grass and you fucking wrecked it! But why would you care about it? Because you're not the one who dealt with the fucking golf course people! Oh my god! You had to deal with the golf course people too! What a Greek tragedy, honey! Shit! You probably had to pay them in cash with your hands! What a fucking burden! And actually do some work besides swiping my fucking credit card all day, huh? Cause really, honey, I can keep track of your professions cause last month you were a wine connoisseur and now you're freaking lag! Don't you fucking dare! Don't you fucking dare throw that fucking water at me. Okay? Da war übrigens ein Fehler mit dem Polster. Den habe ich in einer Szene in der Hand gehalten und in der anderen nicht. Use our words. Communicate. Okay? Come on, baby. Talk to me. Stop flexing your muscles, Jordan. You look like a fucking imbecile. Come on, baby. You should be happy. You'd be happy to have a husband who's in such great shape like so this. So viel huh? Bewegt, weiß nicht warum. Come on, baby. You look so beautiful. Just give me a kiss. Kiss you? Yeah, just kiss me. Kiss you. Come on, baby. Just give me a okay, zu dem Video will ich eines sagen, es war einer meiner Lieblingsfilme damals und deswegen habe ich die Szene einfach machen wollen. Aber wie man sehen kann, ich habe jetzt schon verschiedene Angles verwendet. Ich habe Over-the-Shoulder-Shots gehabt, ich habe einen Establishing-Shot gehabt, Close-Ups, alles mögliche drin. Das heißt, es war schon eine längere Produktion. Da haben wir richtige Kamera verwendet. Meine schauspielerische Leistung war meiner Meinung nach besser. Aber wieder, wie gesagt, wieder mehr oder weniger eine Leistung, einen Film kopiert. Und das ist jetzt nämlich das Letzte, was ich euch zeigen will vom Kopieren. Und jetzt, nachdem ist dann losgegangen, wo ich gesagt habe, okay, ich will selber kreativ sein, ich will meine eigenen Sachen schreiben und planen. Und das zeige ich euch jetzt. Ganz wichtig bei diesem Film ist, alles selber geschrieben, das heißt die Performance ist alles meine okay? kreative Freiheit, wie sagt man, my creatives.
Das heißt, es hat es nirgends noch gegeben, das heißt, ich habe nichts kopieren können und habe einfach nur diesen Charakter entwickelt und selber gespürt. That's better, huh? Oh! Where did my manners go? Oh, slow, slow, slow. Yup, yup. Whoop! That was a lot. You know, without manners, we'd be no different than animals. Now, you're gonna listen to what I have to say. You look confused. Oh, forgive me. I haven't properly introduced myself. Well, names aren't that important. What is important is who I am. I can see it in your eyes now. You're confused. You're like, who is this guy who brought cute little me to this scary place? Allein die Location war schon mal cooler. Wait, are you scared? Oh, no, 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 please, don't be scared. At least not yet. Ich würde jetzt da stoppen, weil es einfach viel zu lang ist. Aber was mir an dem so gut gefallen hat, war folgendes. Ich habe eine Location gehabt, ich habe einen Cinematographer gehabt, der gewusst hat, wie er mit der Kamera umgeht. Das heißt, er hat diese kleinen Bewegungen einfach immer einbauen können, was das Ganze natürlich dramatischer macht. Wir haben bessere Musik gehabt, das Skript war besser, mein Acting war besser, mein Englisch war besser. Das ganze Video, der Sinn dieses Videos war wirklich, euch zu zeigen, egal was ihr machen wollt, beginnt heute, macht Fehler so schnell wie möglich, weil von Fehlern lernt man. Wenn ihr die Fehler nicht gemacht hättet, hätte ich wahrscheinlich nie angefangen und dann würde ich jetzt nicht da sitzen und mit euch reden. Das heißt, Gas geben, 2020 steht vor der Tür, egal welche Ziele du hast, egal wie groß die sind, schreib es dir auf und gib Vollgas. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und frohe Weihnachten. Das habe ich vorher gar nicht gesagt.